Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jo, wir haben es geschafft, Leute. Das Jahr ist fast um. Nein, das Jahr ist um. 2023 ist um. Ich kann euch jetzt, also ich nehme jetzt 2023 noch auf. Ich wünsche euch aber trotzdem schon mal ein frohes neues Jahr. Und wir haben ja noch ein bisschen was gemacht. Ich weiß, ich habe jetzt seit Weihnachten kein Video mehr gebracht. Ich war aber auch so ein bisschen auf Reise etc. Die meine Livestreams so ein bisschen kennen, wissen ja, was bei mir vor allen Dingen auch privat gegangen ist in diesem Jahr. Also 2023 war so ein kleiner Rückblick. Ich habe eigentlich relativ normal, ich sag mal, gestreamt, habe Videos gemacht, habe sogar geschafft, Shorts zu machen. Müsste ich vielleicht ein bisschen mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Plattform mit reinnehme vielleicht oder so, aber letztendlich war es für mich ein Jahr, was für mich in Ordnung war. Natürlich, die privaten Veränderungen sind eingreifend oder hart greifend. Klar, ich war immer im Wechsel zwischen dem einen Ort und dem anderen Ort. Ihr seht mich jetzt auch am Aufnehmen im anderen Ort, also aus der anderen Zentrale. Und ich hoffe, dass ich meine eigene Zentrale dann im nächsten oder in diesem Jahr 2024 dann auch betreten kann bzw. ausrüsten kann. Das heißt, es wird bis dahin dann immer wieder wechselseitig Streams geben, sowie auch Videos geben. Das heißt, mal hier, mal da. Deswegen ist manchmal auch die Qualität nicht so gut. Aber wir arbeiten auf jeden Fall dran, auch was diesen Raum hier angeht. Aber ich denke mal, er ist eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben hier schöne Streams noch miterlebt, haben zum Ende des Jahres noch einen fetten 50er CW gespielt. Zeige ich euch aber in einem anderen Video. Das würde sonst den Rahmen hier wirklich ultra sprengen. Letztendlich wollte ich euch auch nur ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter reingekommen. Für die, die ich halt nicht mehr gesehen habe, denn ich gehe jetzt gleich, also das ist jetzt auch ein bisschen zurück in die Zukunft oder zurück in die Vergangenheit. Ich gehe gleich erst in den Livestream rein und nehme halt kurz vorher jetzt mal auf und nicht im Livestream. Ich nehme nicht ganz so gerne im Livestream auf, weil dann haben wir immer einen Chat da unten und so. Und außerdem kann ich die Kamera jetzt mal ein bisschen anders oder besser positionieren hier. Als Kamera nehme ich mittlerweile hier jetzt in der anderen Zentrale mein iPhone 13. Das eignet sich sehr, sehr gut dazu. Mit UWS Ninja passt das super. Und mache ein bisschen nebenher Clanstadt-Angriff. Ich hoffe, das stört euch nicht. Also, wie gesagt, zum Jahresrückblick. Auf Twitch gab es den Jahresrückblick. Ja, hier auf YouTube habe ich den noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ob es überhaupt sowas gibt, so ein Jahresresümee oder so. Müsste ich eigentlich mal reinschauen, was YouTube da so bietet, beziehungsweise was YouTube dann auch dann nicht bietet. Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz zufrieden. Ich bin vor allen Dingen zufrieden mit euch vielen, vielen Zuschauern, die ihr meine Videos gesehen habt, habt meine Videos geliked, seid in die Livestreams reingekommen und wir hatten ein bisschen Spaß miteinander. Also das freut mich natürlich am meisten und auch vielen, vielen Dank an die die Wohnung hier zur Verfügung stellt, muss ich sagen. An Chromo, ihr habt sie auch kennengelernt in den Streams. Ich denke mal, das war auch in Ordnung, dass sie immer mit dabei war. Hat mir immer ein bisschen Entlastung gebracht, sodass ich dann einfach auch mal Cam an, Spiel an und sie kann es dann weiter kommentieren. Fand ich eigentlich auch sehr, sehr schick. Und wie gesagt, das Ganze noch sehr, sehr jungfräulich und so, jetzt will ich nicht den Fehler machen. Sorry Leute, ich will nicht den Fehler machen, wie ich den sonst mache. Denn ich will jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 8. Denn hier oben, das sind ja Standarddörfer. Ich muss kurz mal in Clash of Clans reingehen. Hier oben ist immer noch so ein Hidden Tesla oder so ein Hidden Ding. Und da scheitere ich immer mit meinen beiden Barbaren dran. Ich könnte ihn jetzt einmal auslösen, der einmal erscheint, aber erscheint erstmal die Riesenbombe. Okay, aber jetzt müsste das Ding kommen. Da ist es. Ja, das schaffe ich dann nicht mehr. Und deswegen muss ich dann manchmal zweimal angreifen. Aber okay, ein bisschen Clash of Clans war es auch. Am Ende des Jahres, Leute, haben wir viel, viel Event gespielt und ihr werdet noch viel, viel mehr Event noch von mir sehen. Denn die einschneidende Veränderung, gerade mit den Event-Truppen vor allen Dingen und auch mit den neuen Specials, also der Eisernen Faust, ist schon ziemlich, ziemlich krank, muss ich sagen, das Ganze. Mal gucken, da ist schon ziemlich krank, das Ganze. Und machte irgendwann dann auch keinen Spaß mehr. Ich habe wirklich jetzt die beiden Tage um den, wann waren das mal?
28, 29, 30. und 31. habe ich wirklich so viel geflasht, dass ich wirklich alle Charaktere, die überhaupt nur irgendwo einen King haben, noch mit in diese eiserne Faust gespielt habe. Also auch da manchmal sogar zweimal oder überhaupt an zwei Tablets gleichzeitig. Also es war wirklich krank, was ich geflasht habe. Ich meine, klar, brachte natürlich auch Liga. Was ihr auch nicht gesehen habt, habe ich euch auch noch gezeigt. Wir haben Clanspiele im Clan Totus Bande auch noch geschafft. Da wurde ich auch noch zu benötigt, die zu machen. Ich glaube, das war auch in einem Livestream, wo wir 16.000 Punkte oder so hatten. 16.000 Punkte fehlten noch irgendwo. Und wie die dann noch reingespielt haben, hier teilweise zu zweit. Also ich mit Charakteren, Chromo noch mit einem. Und das war schon ziemlich krank, das Ding, muss ich echt mal so sagen. Das war wirklich hammerhart. Was wir da geleistet haben, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben die 50.000 Punkte da auch noch erreicht. Und der eine oder andere von meinen Charakteren konnte sogar zweimal in den Topf greifen. Also auch da echt top. Manchmal muss man sich die Tipps auch nur annehmen von euch, um zu begreifen, was machen wir hier eigentlich in Clash of Clans. Spielen wir Events, spielen wir Clanspiele, wir leveln. Ich habe extrem gelevelt mit meinen Charakteren, dass die alle so ein bisschen mehr in höheren Ligen sind. Ist es selber Erze. Also das ist ja im Moment, ich will nicht sagen in aller Munde, klar ist es in aller Munde. Je mehr, desto besser. Von zu wenig kann ja nie die Rede sein. Und zu wenig gibt es nie zu viel, will ich mal so sagen. Also zu wenig gibt es sowieso nicht, sondern eher viel zu wenig. Ja, viel zu wenig, weil das Zeug ist auch fürchterlich schnell wieder ausgegeben. Aber es macht schon extrem Spaß. Und ich denke auch mal, Rathaus 14, 15, 16 macht unheimlich Bock. Ich meine, 14 habe ich nicht, aber mein 15er und mein 16er, die machen mir sowas von Spaß. Ich hatte aber auch richtig Gas gegeben mit den 13er, mit den 12er, mit den 11er, mit den 10er sogar, weil es hat mich richtig angebockt hier, das Spiel. Da ging teilweise einfach so ein, zwei Stunden drauf, indem ich einfach ein Tablet echt leer gespielt habe und habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit eigentlich rumgeht. Also es war wirklich, wirklich, wirklich schön gespielt und es macht nach wie vor echt Laune, auch wenn die Clanstadtangriffe jetzt für euch heute nicht so interessant sind, aber okay, so greifen wir in der Clanstadt an, so ein bisschen. Hier oben gibt es auch irgendwo so eine Falle, jo, einmal die und einmal die, okay, dann können wir die vielleicht schon mal wegmachen, machen wir da mit einem weg und das kann man so nebenher laufen lassen, aber wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für euer Vertrauen, für euren Support vor allen Dingen auch und dass ihr einfach so wie ich da bin. Ihr seid genauso wie ich, casual so ein bisschen aufgestellt. Wir haben natürlich auch ein paar Pro-Matches gesehen, okay, da habe ich wieder Erfolg abgegrast und dementsprechend haben wir auch die anderen Kanäle ganz gerne beobachtet. Ihr wisst ja, wenn wir raiden wir meistens Clash of Clans, die dann noch nach mir da sind. Es sind nicht immer viele, weil ich doch ein sehr, sehr später Clasher bin, also was jetzt die Uhrzeit angeht, aber bisher wart ihr da ganz, ganz gut mit einverstanden. Ich denke mal, wir werden im nächsten oder im neuen Jahr jetzt einfach genauso weitermachen. Ein bisschen mehr Content, klar, ein bisschen mehr Video-Content könnte ich natürlich bringen, wenn ich nicht ganz so faul wäre. Manchmal mache ich auch unheimlich Faulheit hier bei Clash of Clans, dann mache ich einfach gar nichts. Im Moment ist das so, dass ich jeden Tag und jede Stunde eigentlich eine Folge aufnehmen könnte. Gar nicht genug im Moment von Clash of Clans. Wobei gestern Abend so einen kleinen Durchhänger hatte, wo ich gesagt habe, okay, müssen wir wirklich immer Clash of Clans spielen, da können wir nicht mal irgendwas anderes tun. Aber ich denke, Clash of Clans ist genau das Richtige, um hier in Therapie zu gehen, sage ich mal, oder in Spieletherapie zu gehen. Denn es macht nach wie vor so unheimlich Spaß. Selbst die Clanstadt tut mir ja Spaß, weil es gibt coole Rewards. Natürlich die Medaille mit den Medaillen, wo sie Gold, Helix, Dunkles, den einen oder anderen Trank mal. Bücher gibt es leider nicht dafür, glaube ich. Aber alle anderen Sachen sind ja auch nicht schlecht. Und mittlerweile ist auch das Nutzverhalten sehr, sehr stark. Ich verstehe dann die nicht, die bei uns in den Clans nicht zu spielen. Und aber gut, da ist auch jeder eben das eine oder jeder selbst überlassen, wie er denn die Clanschaft vor allem spielt. Was ich in dem Fall im Plan habe im nächsten Jahr, weil mir der 50er CK jetzt so super gefallen hat, dass wir das vielleicht einmal alle zwei Monate oder so wiederholen. Also so alle 8 Wochen mal einen schönen 50er rausballern. Ihr wisst, dass man jetzt, wenn wir jetzt die Liga spielen ab heute, beziehungsweise heute Suche, ab morgen dann Liga spielen,
dass man in einem anderen Clan auch noch normale Clankriege nebenher machen kann. Das ist natürlich doppelt Erz, keine Frage, und das werden wir auch mitnehmen. Wir werden im Clan Deutschland dementsprechend CWs starten. Vielleicht bieten wir das auch öffentlich an für Leute, die so ein bisschen Liga spielen und vielleicht noch ein wenig Erz mehr haben möchten, indem sie einfach angreifen bei uns in den Clans und oder im Clan und dann doppelt die Medaillen abgreifen können. Wäre ja auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das so in eurem Sinne ist oder ob ihr auch so agiert, aber wir werden so agieren hier. Und war das eigentlich noch? Das ist hier noch was da hinten in der Ecke, okay. Aber wir haben noch ganz, ganz viele Skellies hier. Also die 5 Angriffe musst du da jetzt einfach mal mitmachen. Und ich habe auch noch ein paar Miner da, die sieht man immer manchmal ein bisschen schlechter hier. Weil plötzlich sind sie da. Moin, ich bin's, Herr Miner. Und ja, wie gesagt, so werden wir planen. Ich hoffe, 2024 wird ein cooles Jahr für uns und für euch. Das Wichtigste ist allerdings, was ich auch sehr, sehr gerne extremst zum Schluss sage, Leute, bleibt auf jeden Fall gesund, bleibt wie ihr seid, und dann kommen wir auch über das Jahr 2024 mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt ja immer noch Krisen, es gibt Stress im eigenen Land, viele sind mit der Politik nicht einverstanden und können wir alles gerne darüber sprechen, gerne diskutieren, wenn ich auf Twitch live bin. Heute streame ich nochmal, das heißt heute am Montag, ich fahre erst morgen nach Hause. Mit Clash gibt es dann wieder aus der alten Zentrale. Also bleibt am Kanal dran. Prost, neues Jahr, Leute. Ich mag euch. Ich hab euch. Ciao, ciao. Euer Toto.